Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jelos TV, unser erstes Video in unserer neu eingerichteten Rubrik Guides and Tutorials. Wir haben uns das seit längerer Zeit vorgenommen, mal irgendwie was in Richtung Guides and Tutorials zu machen. Wir haben uns für Realm Royale entschieden. Warum? Wir sind mittlerweile nicht mehr die schlechtesten Spieler. Wir wissen, unser Aiming ist nach wie vor relativ scheiße, vor allen Dingen meins. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir ein relativ gutes taktisches Verständnis haben und das auch ganz gut nutzen können, um Siege einzufahren bei Realm Royale. Das würden wir euch ganz gerne vermitteln, deswegen halt diese Sektion, deswegen heute das erste Mal die 5 Tipps. Wir würden uns freuen, wenn da weitere Videos folgen würden, sind aber natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Wenn ihr natürlich ganz klar sagt, ey Leute, ihr seid nicht unbedingt die besten Lehrmeister, dann nehmen wir uns das natürlich auch zu Herzen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es uns gerne in die Comments. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Wir kommen direkt kurz und knackig zu unserem ersten Punkt. Achtet auf die Zone. Habt zu jedem Zeitpunkt einen Blick auf die Minimap bzw. öffnet euch die Karte. Schaut, wo die Zone hingeht, schaut, wo ihr hingehen könnt, schaut, wo die nächste Schmiede ist. Wählt nicht direkt die erste Schmiede am Rand der Zone. Geht ein bisschen weiter ins Landesinnere, damit ihr ein bisschen Zeit habt. Wenn ihr in der Peripherie landen wollt, also zum Beispiel auf den Herbstfeldern, seid euch bewusst, dass ihr in der Regel sehr, sehr, sehr weit laufen müsst. Da bieten sich Standorte wie zum Beispiel die Kreuzung oder auch die Waldsenke deutlich besser an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da direkt mit der ersten Zone reiten müsst, ist relativ gering und selbst wenn ihr reiten müsst, ist das überschaubar. Schaut auch vor allen Dingen auf den Timer, wenn ihr an einen Kampf kommt, der nicht unausweichlich ist, guckt, ob ihr euch den zeitlich überhaupt leisten könnt. Es gibt ganz viele Kämpfe, die wir anfangen, wo wir dann 2 Minuten oder 3 Minuten kämpfen und dann am Ende von der Zone aufgerieben werden. Im Hintergrund habt ihr jetzt eine kleine Sequenz gesehen, wie man es nicht macht. Wir sind vor der Zone weggelaufen, haben von den Gegnern auf die Fresse bekommen. Mein Partner ist an dieser Stelle schon tot, ich werde ihm gleich folgen und das Spiel ist für uns an dieser Stelle beendet. Gehen wir nahtlos über zum zweiten Teil unseres kleinen Guides, nutzt die Kamera. Wie ihr in der kleinen Sequenz im Hintergrund sehen könnt, bin ich permanent am Rotieren. Ich bewege mich ganz normal mit WASD fort und mit der Maus sorge ich eigentlich ständig dafür, dass ich in alle Himmelsrichtungen schaue. Ich gucke links, ich gucke rechts, ich gucke hinter mir. Ich schaue, wo als nächstes die Gegner kommen. Meistens spiele ich mit Floschi im Duo, der macht natürlich genau das Gleiche. Dadurch haben wir eigentlich relativ häufig den Vorteil, dass wir die Gegner sehen, bevor die uns sehen. Das resultiert in fast allen Fällen in den Erstschlag. Bedeutet, wir können dem Gegner einen reindrücken, bevor der überhaupt weiß, dass wir in der Nähe sind. Das ist ganz besonders wichtig, wenn ihr Klassen wie beispielsweise den Assassin spielt, der nur mal mit seiner Sniper einfach darauf angewiesen ist, den ersten Schuss auch tatsächlich setzen zu können. Ist immer richtig cool, wenn ihr dann irgendjemanden erwischt, dem ihr dann den Headshot reindrücken könnt und da ploppt eine 2000 auf. Da freut man sich so richtig. Wenn wir jetzt gleich hier in den Pilzwald reinkommen, könnt ihr sehen, wie ich dann auch ein paar Gegner sehe und wir den Kampf initiieren können. Grundsätzlich dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, dass ihr die Kamera perfekt im Kampf nutzen könnt. Wenn ihr hinter einem Stein hockt oder hinter einem Baum oder oben an einem Hügel steht und runter ins Tal schaut, könnt ihr immer quasi durch das Schwenken der Kamera einen kleinen Vorteil dadurch generieren, dass ihr den Gegner seht, der euch aber nicht. Könnt dann beispielsweise mit dem Sniper die Shots abpassen und habt dadurch einen riesen Vorteil im Fight. Für den dritten Punkt unseres kleinen Tutorials habe ich euch eine in meinen Augen sehr besondere Sequenz rausgesucht. Hier seht ihr nämlich einfach mal, was High und Low Ground im Endeffekt tatsächlich bedeutet. Wir beginnen den Kampf gegen dieses Team ganz klar im Low Ground, haben also die deutlich schlechtere Position. Ihr seht schon, ich tue mich jetzt gerade äußerst schwer damit, den Assassin da oben zu bekämpfen. Der hat den riesen Vorteil, dass er da oben an der Kante steht, mit der Kamera runterschauen kann, ganz genau gucken kann, wo wir eigentlich stehen. Jetzt seht ihr, was wir eigentlich in dieser Situation machen und das ist auch das einzig Richtige. Ich versuche nämlich den High Ground zurückzugewinnen, den Kampf also gegen die direkt zu suchen. Mein Partner Froschbeard ist jetzt wie so oft mal wieder zum Huhn geworden. Ich muss den Kampf also alleine retten, habe jetzt die gleiche Höhe wie der Gegner, könnt jetzt gleich sehen. Bam, da gebe ich ihm richtig geilen Schuss mit dem Sniper. Der Typ segelt runter, hat also quasi den High Ground aufgegeben. Ich habe den High Ground Vorteil, der Mate von dem Typen ist ebenfalls unten im Tal. Das heißt, der Vorteil liegt jetzt auf meiner Seite. Was ich gerade eben schon bei der Kamera gesagt habe, das könnt ihr hier jetzt ganz genau sehen. Ich kann sehen, wo der Gegner ist, der weiß aber nicht so wirklich, wo ich stehe. Ich habe eine extrem erhöhte Chance, einen Headshot zu landen, weil ich einfach von oben auf den Kopf zielen kann. Hab hier den Vorteil, Froschbeard schon wieder ein Huhn, absolute Unverschämtheit, was er da zusammenspielt. Ihr seht also auf jeden Fall, das ist ein Riesenvorteil. Hier jetzt auch nochmal wieder, ich habe den Vorteil gegenüber dem Gegner. Klar, der trifft mich auch. Ich bin nun mal nicht der beste Spieler, das ist einfach so. Nichtsdestotrotz habe ich hier ganz klar den Vorteil durch den High Ground. Das ist auch das, was ihr immer versuchen solltet. Seht zu, dass ihr aus dem Low Ground rauskommt, dass ihr in den High Ground reinkommt, dass ihr jeden Kampf im Optimalfall im High Ground beginnt. Genau wie in jedem anderen Battle Royale Spiel auch ist das in Realm Royale eigentlich das absolute A und O, dass ihr High Ground sucht und das auch entsprechend ausnutzt.
Punkt 4, Sandwich vermeiden bzw. ausnutzen. Das ist eigentlich mit einer der wichtigsten Faktoren im kompletten Spiel Realm Royale. Ganz häufig werdet ihr es haben, dass ihr durch die Gegend reitet und plötzlich Schüsse aus irgendeiner Richtung hört. Macht nicht den Fehler und reitet vor diesen Schüssen weg, das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, denn das bedeutet in der Regel, dass da gerade mindestens zwei Gegner sich gegenseitig am Bekämpfen sind. Und wenn ihr dann von der Seite reinkommt, habt ihr halt einfach den riesen Vorteil, dass ihr quasi dem Gegner den Kampf aufzwängen könnt, und zwar so, wie ihr den gerne führen möchtet. Das seht ihr hier jetzt in der kleinen Sequenz im Hintergrund ganz gut. Der Floschi und ich hatten direkt zu Anfang Highground, ich konnte schon einen geilen Sniper-Shot landen. Wir merken relativ frühzeitig, dass hier eine ganze Menge Gegner unterwegs sind im Bereich der Schmiede. Und wir haben aber halt einfach den riesen Vorteil, dass wir halt ein geiles Standing haben. Ich stehe oben auf der Schmiede, Floschi covert mich so ein Stück weit von der Seite, hat aber auch eine richtig geile Position. Gegner kommen von hinten, wir merken, okay, alles klar, das wird hier jetzt gerade ein bisschen zu viel. Ich repositioniere mich nochmal, ist auch nochmal wieder so eine kleine Hommage an den Punkt gerade mit dem High-Low-Ground. Also das ständige Repositionieren, guckt, wo ihr gerade in dem Moment am besten kämpfen könnt, was für euch die beste Position ist, wie ihr vor allen Dingen aus dem Kreuzfeuer der Gegner herauskommt. Man sieht immer wieder mein begnadetes Aiming, nichtsdestotrotz kriegen wir es hier trotzdem ganz gut hin, die Gegner irgendwie so ein Stück weit runterzumetzeln. Jetzt gleich kommt wieder eine absolut begnadete Aktion von mir, wie so häufig. Nichtsdestotrotz, ihr könnt jetzt hier gerade immer noch ganz klar erkennen, auch wenn ich jetzt nicht mehr unbedingt die beste Position für den Kampf habe, der Floschi kann mich sehr gut covern, ist also zu jedem Zeitpunkt in der Lage dazu, mich so ein Stück weit zu decken. Ich wähle hier jetzt gleich nochmal den Weg raus aus dem direkten Kampf. Der Floschi steht links von mir, ich weiche noch weiter nach rechts aus, also quasi, dass wir den Gegner wirklich optimal in die Zange nehmen. Versuche jetzt auch direkt wieder den Highground einzurichten für mich, dass ich also einfach den Geländevorteil für mich habe und der Gegner da nicht so gut auf mich zielen bzw. auf mich wirken kann. Verkacke jetzt mal wieder wie so oft ein paar Schüsse, nichtsdestotrotz, alle Gegner wurden relativ entspannt bekämpft. Wir haben es ganz gut hinbekommen, dem gebe ich auch noch einen mit, der wird zum Huhn. Ihr seht also, wir haben das Sandwich von Anfang an ausgenutzt, haben versucht uns so zu positionieren, dass der Gegner nicht direkt auf uns wirken kann, wir aber sehr gut auf den Gegner. Immer dafür sorgen, dass mindestens einer von euch beiden wirken kann, beziehungsweise auch wenn ihr alleine seid, dass ihr möglichst schnell fliehen könnt, wenn ihr also merkt, oh Kacke, die Situation wächst hier gerade komplett über den Kopf, dann raus aus der Situation, neu positionieren und den Kampf von vorne suchen. Kommen wir direkt zum fünften und letzten Punkt. Sucht die Kämpfe. Das ist einfach extrem wichtig. Ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr euch über weite Strecken des Spiels einfach vor den Gegnern versteckt, diesen aus dem Weg geht, dadurch auch natürlich dann ins Finale kommt. Finale ist für Floschi und mich immer so die letzten 10 Spieler. Da wird es eigentlich dann auch tatsächlich erst wirklich interessant, weil da in der Regel auch die guten Spieler sind, gegen die man dann schon ein bisschen was drauf haben muss, um die Krone zu holen. Das wird zwar bei euch dann dafür sorgen, also wenn ihr euch dann versteckt, dass ihr sehr häufig in den Top 5 landet, ihr werdet aber in diesen Spielen nichts erreicht haben. Es bringt euch einfach nichts, wenn ihr in diesen Spielen 2, 3 oder 4k Damage und 1 oder 2 Kills gemacht habt. Der Lerneffekt ist gleich 0. Floschi und ich sind mittlerweile bei einem relativ guten Durchschnitt, was allein den Schaden angeht, von, ich würde mal sagen, so 12, 13k pro Runde. Wir verrecken noch relativ früh im Early Game, das ist einfach so, wir sind nicht die Besten, wir sind keine Pro-Gamer, wir sind 0815 Feierabendzocker, die einfach nur Spaß am Spielen haben. Wir machen ganz viel über unsere Taktik, deswegen haben wir uns auch entschlossen, diese Guides zu machen. Da können wir euch halt ein bisschen was vermitteln. Unser Aim ist halt nicht das allerbeste, aber insgesamt kriegen wir ein ganz gutes Ergebnis. Das Problem ist einfach, wenn ihr euch viel versteckt, dass ihr diese wirklich haarsträubenden Situationen so eigentlich gar nicht richtig mitbekommt. Floschi und ich, wir kennen das, wenn wir im Endgame sind, also wie gesagt, die letzten 10 lebenden Spieler, und die Kämpfe werden wirklich intensiv, man muss schon wirklich das Maximum rausholen, man hofft auf jeden Kopfschuss, dass dann einfach die Pumpe unglaublich rast. Wir sind dann ganz schnell mal bei einem Puls von 180 oder dergleichen. Das setzt einen enorm unter Druck und diesen Druck kann man eigentlich nur abbauen, wenn man Routine bekommt. Und dadurch müsst ihr dann einfach den Kampf suchen. Es bringt euch halt nichts, euch zu verstecken. Gerade am Anfang empfehlen wir euch, geht in die etwas stärker besiedelten Gebiete. Die Kreuzung bietet sich da sehr gut an, die haben wir jetzt vor kurzem für uns entdeckt. Da sind eigentlich in der Regel immer im Duo so 3, 4, 5 Gegnerteams. Das heißt, ihr kommt echt stark ins Battle. Sorgt natürlich dafür, dass ihr viele Spiele vorzeitig abbrechen müsst. Aber es ist allemal geiler, die ersten 3 Minuten wirklich intensiv gekämpft zu haben und da dann auch was erreicht zu haben, ein paar Gegner mitgenommen zu haben, den Lerneffekt bekommen zu haben, als dass ihr euch direkt von Anfang an irgendwo versteckt und einfach den ganzen Kampf passieren lasst, ohne dass irgendwas passiert. Den Tipp können wir euch einfach nur mit auf den Weg geben. Beherzigt das auf jeden Fall. Ich finde, das ist sogar
ja, ein bisschen schwammig, aber nichtsdestotrotz eigentlich mit einer der wichtigsten Tipps, die ihr jetzt in diesem Tutorial von uns bekommen habt. Und ja, versucht es einfach zu beherzigen und sucht die Kämpfe. Das war es auch schon mit den 5 Tipps, die wir euch heute zu Realm Royale mit auf den Weg geben wollten. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und vor allen Dingen hoffen wir, dass es euch dabei helfen wird, euer Gameplay zu verbessern. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, vor allen Dingen, ob ihr noch irgendwelche anderen Sachen habt, die ihr von uns gerne mal so ein bisschen aufgearbeitet haben möchtet, wir richten uns natürlich vor allen Dingen an die Anfänger unter euch, die vielleicht gerade erst mit Realm Royale angefangen habt, dann meldet euch auf jeden Fall in den Comments, lasst uns gerne einen Daumen hoch da oder auch eventuell ein Abo, wenn es euch wirklich gefallen hat. Schaut auch gerne unsere anderen Videos. Ich denke, wir denken, dass die durchaus sehenswert sind. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!